Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Kampagne hier bei Heisenberg Zockt. So, wir stellen mal ein. Hier warten ein paar Leute, fünf sollen wir haben, die fliegen lernen. Und hier haben wir Zehntausende, na, das ist ja auch schön. Ich hoffe, sie amüsieren sich gut hier, ist ja ein Flughafen, da kann man sich auch noch ein paar Brötchen oder so holen. Ja, okay. Ich würde sagen, wir stellen mal auf ein bisschen schneller. Damit das Flugzeug wieder kommt, da ist es im Anflug, dann holt das den letzten Passagier. Mit deiner Hilfe konnte Herr Blériot das optimale Flugzeug für das Rennen von London nach Paris konstruieren. Zahlreiche tollkühne Menschen aus ganz Europa stehen mit ihren fliegenden Kisten am Start. Zeige ihnen, welche Nation die Luftfahrt tatsächlich beherrscht. Das können wir machen. Richte eine Linie vom Flugplatz in London, das wäre hier, nach Paris ein. Okay, wir machen eine neue Linie. Wahrscheinlich müssen wir das Flugzeug dann wieder verkaufen. Nach Paris. Paris war dort, wo der Eiffelturm steht. Da haben wir es doch. Flughafen. Ist das ein Bahnhof? Das ist ein Bahnhof. Da ist der Flughafen. Zack, Linie haben wir. Ja, wie nennen wir die? Das ist nicht so schwer. Nämlich, wir haben die anderen Linien genannt. Na, ist egal. Wir machen mal Airline. Moment, ich habe eine Tastatur, die funktioniert. Warum nutze ich sie nicht? Airline, Paris, London, Central. Zack, haben wir. Ich nehme an, wir brauchen auch noch einen Flugplatz. Den Flugplatz haben wir, ein Flugzeug. Richte eine Linie zu dem Flugplatz und absolviere einen Flug. Okay. Wir kaufen uns ein Flugzeug. Wir haben nur dieses, also kaufen wir dieses. Aha, zurzeit nicht genügend Fahrzeuge verfügbar. Ist das der falsche Flughafen? Wahrscheinlich müssen wir nach London und dort was kaufen. Wo hatten wir London gleich nochmal? Hier hinten? Hier unten. So, kann ich hier? Bitteschön. Jawohl, hier klappt's. Also, beziehungsweise... Hä? So zeigt nicht genügend Fahrzeuge verfügbar? Was ist das denn? Flugzeug einer Linie zuweisen. Ja. Richtig. Habt ihr wieder einen Flug? Okay. Landen? Ja, das können wir dann am Schluss. warum kann ich denn kein Flugzeug kaufen? Müssen wir da eins zuweisen? Sehe ich das richtig? Also wir brauchen die Linien. Haben wir hier noch Flugzeuge drauf? Das sehe ich hier nicht. Das sehe ich hier. Dann nochmal den und nochmal den. Den wieder weg. Wir haben gar kein Flugzeug mehr. Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Kann ich hier vielleicht eins irgendwie kaufen? Moment. Nee, geht natürlich der Flugzeug eins. Doch, da haben wir doch eins. Bist du hier drauf? Jawohl. Okay, also. Weisen wir zu. Gut. Ja, war jetzt gar nicht so schwer, wie es aussah. Wenn man halt keins kaufen kann, ist natürlich schwierig. Also, das haben wir gemacht. Landen müssen wir noch. Aber wenn wir landen müssen, dann wollen wir auch fliegen. Moment. Airline Paris. Fahrzeug verwalten. So, wie komme ich denn jetzt zu dem Fahrzeug? Gibt's da nicht. Da muss ich da irgendwie... Aha, da ist es doch schon. Gut, nicht so ungeduldig, Herr Heisenberg. Wir steigen mal ein. Ja, haben wir jetzt auch schon zwei, dreimal gemacht, aber ich muss sagen, ich finde es immer wieder cool. Und ich finde es immer wieder wagemutig von den jungen Männern hier, dass sie wieder einsteigen und ihr Leben riskieren. Einfach so, ja, so ein Fernsehsessel mit Propeller. Und zwei Flügel nebendran. Das ist schon relativ krass. Ach, was man halt alles machen kann. Es ist wirklich... Ja, hoffentlich wird es keinem schlecht, wenn ich hier diesen mache. Es macht halt einfach Spaß. Es macht elend Spaß, mit dieser Kamera zu spielen. So, nochmal Erster Weltkrieg. Da fehlt halt die Knarre, wir wissen's. Und da hinten müsste dann London sein. Und dort wird gelandet und dann haben wir das auch schon absolviert. Mal gucken, was dann als nächstes kommt. Wir haben ja immer noch Champagner überall in allen Städten. Beziehungsweise das Symbol, dass wir auch Champagner dorthin bringen sollen. Ich nehme an, das wird dann auch mal noch kommen. Ich würde sagen, zum Landen schlagen wir normal ein. So, wir können ja mal kurz beschleunigen. Machen wir mal Jumbo Jet, beziehungsweise irgendwas ganz Schnelles. Ich gehe gleich wieder runter mit dem Tempo, keine Angst. Zack, so, weil das können wir natürlich wieder im normalen Tempo machen. Ja, auch nett, London. Die Tower Bridge fehlt, oder was steht da in London so rum? Big Ben zum Beispiel, der Buckingham Palast. So, einmal drehen. Oder vielleicht haben sie den schon. Man müsste halt mal schnell gucken gehen. Wir waren hier, glaube ich, in London tatsächlich noch nie groß unterwegs. Werden wir gleich mal in Angriff nehmen. Können wir eigentlich aussteigen. Also, gutes London. Aha, eine Themse haben wir auch nicht. Hier fehlt ein Fluss. Könnten wir selber basteln. Aber ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe. Gut, haben wir das oder müssen wir noch zurück? Landen.
Flugplatz im Riesen, absolut. Einen Flug haben wir eigentlich gemacht, aber es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt nochmal zurück müssen. Werden wir gleich wissen. Na, da kommen schon wieder die nächsten Gäste, auch nicht schlecht. Na, reicht das schon? Nein, reicht noch nicht. Wir müssen tatsächlich nochmal zurückfliegen. Und haben aber ein Gas dabei, das ist ja nett. Okay, dann machen wir das jetzt mit voller Pulle. Nehmen das Flugzeug hier aber nochmal. Nee, Moment, das war nicht das Flugzeug, sondern die Linie. Das hier bräuchte ich. Und dann fliegen wir mal, sagen wir mal so mit. Ja, voll. Voll mit Hyperspace. Und hinten landen machen wir dann wieder in der normalen Geschwindigkeit, würde ich sagen. So, er geht noch Höhe. Jetzt geht es geradeaus. Da hinten schlagen die Kosten zu Buche. Man hat es gesehen, zu Tausenden. Kommen da die roten Zahlen daher. Aha, geht schon runter. Ich würde sagen, normales Tempo und einsteigen. Ne, Moment, das war hier. Nochmal ein bisschen rauf. Das kann man wirklich schön variieren. Macht er jetzt hier so, ein Links, so eine Links-Rechts-Kombination? Nein, er fliegt dran vorbei und dreht dann. Oh, das machen wir aber tatsächlich hier mit der entsprechenden Kamera, damit das auch wirklich cool aussieht. Na? Moment, wir machen es mal so. Hier unten sehen wir den Flughafen. Und jetzt muss er hier... Wie cool das ist. Ja, wirklich wagemutig. Also irgendwie dran vorbei und dann irgendwie so ein komischer Sinkflug mit Kurve. Dürfte schon relativ krass gewesen sein. Quietsch. Ja, und sogar die Räder drehen sich. Das wollte ich jetzt eben gucken, ob sich diese Fahrradräder tatsächlich bewegen. Das tun sie. Man sieht die Speichen. Gut. Wir lassen das Ganze wieder schneller laufen, damit wir dort hinten ankommen. Wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Fehler habe, dann müsste das eigentlich... Das mit der Aufgabe gewesen sein. Sehe ich das soweit richtig? Zack, runter mit dem Tempo. Und wir gehen schauen. Na, trara. Jawohl, Aufgabe abgeschlossen. Du hast es vollbracht. Du hast sie alle geschlagen. Es lebe die große Nation der Luftfahrt. Es lebe Frankreich. Ja, natürlich. Frankreich, Frankreich. Sehr schön. Wir gehen ins Hauptmenü zurück. Weil sonst setzen wir das Spiel ganz einfach nochmal fort. Eine beschauliche Insel, und da haben wir das nächste. Er erzählt schon wieder. In den goldenen 20er Jahren. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten boomt. Das Leben pulsiert in den beständig wachsenden Städten. Automobile drängen sich auf den Straßen, die bald schon zu eng für den ganzen Verkehr werden. In den Häuserschluchten röhrt es aus den Auspuffanlagen und aus den Radios röhrt neuartige Musik. Eine Zeit des Aufbruchs. Okay. Wir laden das mal. Goldene 20er, Kapitel 2, Mission 8. Der Mittlere Westen in den goldenen 20er Jahren. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten boomt. Okay, das klingt spannend. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier so aussieht in den Vereinigten Staaten. Wir kennen das als USA-Map sonst. Da ist es meistens grau. Mal gucken, ob es hier nicht grün ist. Weil eben das Ganze ja boomend dargestellt wird. Wir wissen es gleich. Der sieht eh schon hier wie so ein Ami aus irgendwie. Na, grün? Jawohl. Du hast schon einiges ausprobiert. Zum Beispiel im Automobilgeschäft. Allerdings wollte dir niemand einen Wagen abkaufen. Dann hast du gemerkt, dass sich die Leute gerne mit deinen Autos herumchauffieren lassen. Warum also nicht damit deine Brötchen verdienen? Gründe ein Busunternehmen für alle, die sich kein Auto leisten können. Lasse den amerikanischen Traum wahr werden. Na, das sieht doch nicht aus. Mit einem geräumigen Automobil kutschierst du seit geraumer Zeit Leute durchs Land. Erst waren es nur deine ehemaligen Kumpels aus der Eisenmine oben in Alice. Doch die Vorteile deines Angebots haben sich herumgesprochen. Nun wollen so viele Leute in den Genuss deines Fahrdienstes kommen, dass du die Sache unmöglich allein bewerkstelligen kannst. Du brauchst fähiges Personal. Okay. Im Umland finden sich einige junge Leute, die gerade auf Jobsuche sind und sich für dein Unternehmen eignen würden.
Sammle sie ein und bringe sie her. Okay, wir sammeln mal. Bringe die Auszubildenden zum Ausbildungszentrum. Aha, Hallöchen. Ja, die wohnen aber relativ schön, also für Auszubildende. Wo müssen wir hin? Ausbildungszentrum ist hier und die Auszubildenden kriegen wir. Wo kriegen wir die denn genau? Im Umland. Steht hier. Hier, ist das Umland? Wahrscheinlich ja. Das ist alles ein bisschen Umland. Oder hier in St. Paul. Ich glaube, das ist egal. Wir brauchen 10 Leute. Ja, und die müssen wir einfach hier hinbringen. Okay, das machen wir mit einem Bus. Wir sollen ja ein Busunternehmen gründen. Dann fangen wir doch gleich mal damit an. Machen hier eine Haltestelle hin. Und ja, hier ein Zentrum drin. Warum nicht? Auch noch irgendwie eine Haltestelle. Naja, das mal die erste Linie. Ich weiß, das ist nicht in dem Sinn Umland, aber das ist ja auch irgendwie, sind auch Menschen. Was soll's? Das lassen wir mal mit Linie beschreiten, sonst, ja, weiß auch nicht. Das sind jetzt 3-4 Buslinien, die wir machen. Ich glaube, die können wir so lassen. Also, nochmal eine neue Linie. Ne, beziehungsweise, ich muss natürlich hier noch eine Bushaltestelle hinstellen. Hier hinten. Machen wir auch im Zentrum drin. Ach, schau an. Das gilt nicht als Umland. Gebiet gesperrt. Gebiet gesperrt. Hier auch gesperrt. Okay, dann kann ich sowieso nur hier bauen. Hier außen geht's auch noch. Ich nehme an, hier ist auch gesperrt. Ich nehme an, das Umland ist tatsächlich das eigentlich hier außenrum. Machen wir hier mal noch eine Haltestelle. Düsen mal noch nach hier oben und düsen dann hier wieder zurück. Gut, also. Neue Linie. Haben wir hier. Ne, die Linie 2 war das. Haltestelle hinzufügen. Von hier nach hier. Und dann hier runter. Und dann den ganzen Spaß wieder zurück. Sehr gut. Haben wir. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Busse. Haben wir denn hier ein Depot? Da haben wir die Bushaltestelle, die eine. Nein, ein Depot haben wir nicht. Ein Depot werden wir kreieren. Gebäude. Einmal dich hier nehmen. Vielleicht nicht zu weit weg. Vielleicht auch hier außen. Da müssen sie nicht so ewig weit düsen. Okay. Busse kaufen. Was haben wir? 100 Millionen. Aber das ist natürlich auch erst der Anfang dieser Mission. Von daher, Passagiere, das wäre er hier. Oh, da sind nicht genügend Fahrzeuge verfügbar. Okay, das heißt, wir müssen dieses Teil hier der Linie 1 zuweisen und dieses Teil der Linie 2. Mehr als 2 Busse kriegen wir nicht. Gut, dann eben nicht. Kommen sie schon? Ne, ich muss noch laufen lassen. So, da öffnen sich die Türen. Da kommen sie raus, die schönen Teile. Gleich mal einsteigen und genau betrachten die Fahrzeuge. Linie 1. Ja, weil wir sie nicht benannt haben. Schön, gefällt mir. Compagnie Générale de Omnibus. Okay, klingt nicht gerade Englisch, ist aber auch egal. Das sind dann halt französische Fahrzeuge, die hier in Amerika rumdüsen. Cooles Städtchen. Alles schön farbig. Relativ fröhlich. Also mir gefällt das. Ich bin eigentlich schon immer ein Freund gewesen von farbigen Häusern. Dieses ewige Grau und Weiß, was man hier sonst überall hat. Also, ich weiß auch nicht, sieht doch besser aus. Oh, eine Straßenbahn haben sie ja auch schon. Ja, schau mal an. Die haben das Städtchen tatsächlich schon ein bisschen auf Vordermann gebracht. Jetzt geht's hier über die Brücke rüber. Nett. Schöne Strecke. Wir bleiben mal sitzen, weil wir haben in dem Sinn sonst gerade nichts zu tun. Wir müssen warten, bis wir diese Aufgabe haben. Oder vielleicht kommt dann noch eine Bonusaufgabe. Oder kann ich? Moment, ich muss mal ganz schnell raus. Sorry. Nee, da ist noch keine frei geschaltet worden. Okay, dann können wir hier tatsächlich nochmal einsteigen. So, und uns ein bisschen umsehen. Ist ja, wie gesagt, eigentlich relativ schön. Hier ist die Farbe ein bisschen gewichen, das ist aber auch klar. Das ist halt die Industrie. Da gibt es dann weniger Buntes. Das ist dann tatsächlich alles grau in grau. Das macht auch Sinn, weil wenn da überall Abfall und Rauch und so weiter rauskommt, dann muss man die Häuser nicht jedes Mal wieder neu streichen, weil die sind dann sowieso in der Farbe des Rauchs. Und das ergibt dann, ja, die Farbe des Industriegebiets. So, wo düsen wir jetzt eigentlich hin? Nein. Aha, ganz langsam. Ich muss mal schnell gucken, was der Kollege hier anstellt. Oder die Kollegen, das sind ja gleich 2 hier. Ah, okay. Ja, stimmt schon. Gut, können wir da rein. Hier, da könnte man die Straße vielleicht updaten. Das ist ja schon gerade ein bisschen gar langsam. Straße nehmen. Hier ist im Prinzip, ja, nehmen wir mal die hier. Was macht die für ein Tempo? 40? Hier hat nur 60.
Ah, da fahren wir 60 draus. Und hier auch. Und hier ebenso. Und hier ebenso. Und hier ebenso. So, dann kommen wir hier ein bisschen besser vorwärts. Außer, ich wollte gerade sagen, wenn natürlich der Privatverkehr nicht in die Gänge kommt. Ja, das ist schon ein besseres Fahren. Sonst dauert das wirklich zu lange. Gut, aber warum fahren denn jetzt beide hier lang? Habe ich die falsch zugewiesen? Ich muss nochmal ganz kurz raus, Entschuldigung. Das ist Linie 2. Ach, der fährt auch hier lang. Ja gut, der fährt natürlich jetzt halt zuerst hier hin. Die sind, glaube ich, beide leer. Jawohl, 0 von 9, 0 von 9. Ist okay, dann würde ich aber bei dem gerne einsteigen, weil der fährt nachher auf die Inseln rüber. Das sieht sicher relativ cool aus. Schöne Fahrzeuge hatten sie damals ja schon auch. Also das muss man sagen. Das ist nicht irgendwie einfach irgendwie dahin geschludert, sondern da hat sich wirklich auch ein Fahrzeughersteller auch schon mal Gedanken gemacht, wie die Teile aussehen. Hier dem Zeichen vorne drauf würde ich mal sagen, ich glaube, ich weiß, wer da dahinter steckt. So, wo ist das Häuschen da hinten? Ein sehr schönes Häuschen. Ich finde, sehr alleinstehend. Das ist natürlich auch nett. A, kann man selber Krach machen. Und B, wird man wahrscheinlich relativ selten von Nachbarn gestört. Boah, da würde ich noch einziehen. Da könnte man schön, ja, auch nachts um 5 noch irgendwie Formel 1 aufnehmen. Und ein bisschen lauter werden. Weil das kann ich hier, wo ich wohne, tatsächlich nicht. Sonst freut sich der Mann unter mir nicht wirklich, wenn ich ihn mit meinem Eieiei oder so wecke. Das muss ja nicht sein. So, jetzt geht's ins Städtchen rein. Setzen wir uns nochmal hier oben drauf. Und gucken, wir müssen eigentlich da wieder über die Brücke rüber. Und der da vorne, der muss eigentlich geradeaus in die Stadt rein. Ich weiß ja tatsächlich nicht, ob das sozusagen zählt, dass wir jetzt dort in der Stadt auch Leute holen, weil das ist natürlich in dem Sinne kein Umland, sondern es ist die Stadt. Werden wir sehen. Aber wir haben jetzt zwei Linien. Ist eigentlich egal. Oder es war vielleicht angedacht, dass hier zwei Busse diese eine Linie befahren. Wisst ihr, wenn wir mal einen auf... Ne, machen wir doch nicht. Die fahren zu sehr hintereinander her. Ich dachte gerade, dass ich den zweiten Bus jetzt doch auch noch der anderen Linie zuweise, dass wir nur die Außenbezirke abgrasen. Aber die fahren so hintereinander her, dann fährt der eine wieder alleine. Dann soll der vordere jetzt beim ersten Mal Stadt rein, Leute mitnehmen, wenn es welche hat, und wir fahren ins Umland und holen da die Leute. Und wenn der vordere dann die Leute abgeliefert hat, dann kommt er auch auf unsere Linie. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn das Spiel eben tatsächlich Leute aus dem Umland möchte. So, jetzt teilt sich hier der Weg. Und wir müssen hier vorne links, würde ich sagen. Allerdings, wir haben gerade noch Rot. Ich habe gelesen, dass die Ampeln tatsächlich hervorragend funktionieren hier bei Transport Fever 2. Ich habe das selber noch nicht so beobachtet. Also weder das eine noch das andere, weder dass sie funktionieren noch dass sie nicht funktionieren. Dafür sind wir im normalen Let's Play zu wenig weit. Aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass das wirklich sehr gut gemacht ist mit den Schaltungen, die diese Ampeln im Prinzip haben. Wir können ja gerade mal gucken. Jetzt haben wir Rot, es wurde gerade grün. Wir hatten eine grüne Welle eigentlich. Jetzt geht es hier auf besagte Brücke und ins Umland. Zweispurig, so wie sich das gehört. Schön. Mir gefällt das hier. Das ist eine coole Map, so mit diesen vielen Brücken, die da rübergehen, und dort hinten wächst die Stadt weiter. Aber was müsste man auch mal noch machen? Man kann ja alles machen. Also eben, man hat ja den Editor. Man kann wirklich die Landschaft so umflügen, wie man das gerne hätte. So, jetzt haben wir wieder Rot. Also ich bin gerade die Ampel ein bisschen am Studieren. Okay, ist ein bisschen zu früh losgefahren, aber in Ordnung. Wow, schön. Ist das der Kollege Peter mit hier, die Straßenbahn? Das könnte sogar noch sein. Kenne ich noch aus Transport Fever 1. Ja, hier klassisch die Vorort-Häuschen. Hat ein bisschen was von New York und New Jersey. Da war ich auch mal vor, yes, das Maria. Vor Ewigkeiten. Ja, 30 Jahre sind das tatsächlich schon wieder, ist das tatsächlich schon wieder her. Und da sieht es halt tatsächlich auch so oder so ähnlich zumindest aus. Düsen wir schon wieder zurück. Nach Waldstraße. Oh, wir haben schon 6 Leute geliefert. Wie haben wir das denn angestellt? Moment, ich düse mal kurz raus. Ist da der andere? Nee, das stand was anderes. Hä, was war denn das jetzt? Ach, das waren die Passagiere.
Ja, ich äumel. Die stehen eben tatsächlich, das kann ich mal schnell zeigen, das habe ich auch noch nicht gemerkt. Zu Beginn links unten, da steht eben tatsächlich, was wir an Fracht haben. Also in diesem Fall eben 6 Leute, 9 passen rein. Und wenn wir ein Cargo-Fahrzeug haben, steht da unten, was wir geladen haben. Das ist auch sehr gut, weil da muss man eben... Huch! Einiges bisschen, okay, hier wird da gerade gebaut. Da muss man nicht aus dem Fahrzeug raus sozusagen, um das nochmal zu kontrollieren. Das heißt, im Umkehrschluss, wir haben natürlich noch niemanden befördert. Das hätte mich jetzt auch tatsächlich leicht gewundert. Mal hier gucken, 0 von 10. Aber eben, 6 Passagiere. Ich hoffe mal, die wollen jetzt nicht... irgendwo nach da hinten? Nein, wir fahren, glaube ich, zurück. Das geht jetzt schon zurück. Wie heißt das hier hinten genau? Kirchweg? Wenn wir hier nochmal reindüsen. Wo ist das Fahrzeug? Warst du das? Ich glaube, ja. Nee, tatsächlich, der biegt nochmal ab nach Waldstraße. Und die Waldstraße, die haben wir hier. Aha, dann dreht er so. Ja, ist ein bisschen, ja, konfus das Ganze, aber egal. Er dreht wieder. Wie viele Leute hat er jetzt dabei? Jetzt ist voll. Sauber. Und von hierher kommend, düst er jetzt nach Kirchweg. Und das war hier. Jawohl, passt. Dann haben wir schon 9 von 10. Außer, das andere Fahrzeug hätte auch schon Leute. Wie finde ich das denn? Das wäre die andere Linie gewesen. Das wäre Linie 1. Okay. Ich sehe hier kein Fahrzeug. Doch. Hat der gerade abgeliefert? Jawohl, der hat gerade abgeliefert. Ui. Auch schon 9 von 10. Sehr gut. Das heißt, wir werden fertig, sobald der andere ankommt. Dann stellen wir hier nochmal schneller. Wo sind wir denn gerade, Kollege? Nicht, dass ich hier das Ende sozusagen verpasse. Wir warten mal hier. Das kann nicht ewig dauern, wenn wir hier in dem Tempo drin sind. Oder vielleicht täusche ich mich auch. Hier müsste ein Bus kommen. Innert nützlicher Frist. Ja, da hinten kommt er. Ich sehe ihn. Okay, wieder mit dem Tempo ein bisschen zurück. Zack. Und jetzt einmal da rein. Genau. Wir düsen nochmal mit bis da oben hin. So, machen wir nochmal kurz schneller. Und dann haben wir die erste Aufgabe bereits gelöst. Dann bin ich mal gespannt, was der zweite so bringt. Gefällt mir. Also von der Gegend her ist das cool hier. So, wieder zurück. Halt. Deine Jawohl. Angestellten sollen anständig fahren. Sonst wird den Leuten schlecht. Und das wiederum ist schlecht fürs Geschäft. Mhm. Deshalb muss eine Übungsstrecke her. Aha. Richte auf der Teststrecke hier eine Linie für Busse und LKWs ein und lasse dort Fahrzeuge fahren. Welche Teststrecke? Ach, hier. Ach, das ist ja cool. Ja, das mache ich gerne. Aber ihr ahnt es genau, das mache ich nicht jetzt, sondern das machen wir morgen in der nächsten Folge. Da gibt es da oben eine Teststrecke. Danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder, wenn die Rennstrecke dann eröffnet wird. Danke fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss.